Es hat nicht sollen sein für die Euroadler. Eintracht Frankfurt verliert das Supercup-Spiel gegen Real Madrid. Am Ende verdient mit 0 zu 2 der Ex-Münchner David Alaba in der ersten Halbzeit und ja, Weltklasse-Stürmer Karim Benzema in der zweiten Halbzeit Treffen für die Madrilenen, die sich über den ersten Titel auf der europäischen Bühne freuen dürfen und ja, wahrscheinlich auch hoffen, dass das nicht der letzte war. Sie gehen ja natürlich auch in dieser Saison wieder als Favorit in die Champions League. Und aus Frankfurter Sicht muss man natürlich ehrlicherweise zugeben, der Sieg ist, wie eben angesprochen, absolut, beziehungsweise die Niederlage ist absolut verdient. Die Eintracht ist zu keinem Zeitpunkt so richtig ins Spiel gekommen, hat in der ersten Halbzeit mal eine gute Chance von Daichi Kamada, aber insgesamt war das einfach zu wenig von der Glasner Elf. Man hat natürlich auch schon ein bisschen gespürt, dass sie so einen gewissen Rucksack mit nach Helsinki gebracht hat, denn die 1:6-Niederlage gegen die Bayern zum Bundesliga-Start saß doch schon noch in gewissen Köpfen drin und ja, das hat man eben gespürt. Die Eintracht wirkte ein bisschen vorsichtig, hat Real Madrid nie so richtig in Gefahr gebracht. Und deshalb ist der Spielausgang auch so in der Höhe absolut verdient. In der zweiten Halbzeit hat der Trainer Oliver Glasner mit Randall Kolo Muani und Mario Götze nochmal versucht, für die Offensive was zu tun, ein bisschen was zu bringen. Raphael Boré und Jesper Lindström haben größtenteils enttäuscht in dem Bereich. Und ja, ansonsten, wie gesagt, waren die Madrilenen wie so oft einfach ja, die bessere Mannschaft, die cleverere Mannschaft. Und hat dieses Spiel auch deshalb am Ende ja völlig zu Recht für sich entschieden. So, damit auch zu später Stunde nochmal ganz herzlich willkommen zu unserem dritten Teil des VRM Live Talks, der Spielanalyse zum Spiel Eintracht Frankfurt gegen Real Madrid. Und ich freue mich natürlich, dass ich auch jetzt nochmal um kurz nach 23 Uhr, und in Helsinki ist es ja schon kurz nach Mitternacht, mit meiner Kollegin Nadine Peter sprechen darf. Und sie wird uns jetzt nochmal live zugeschaltet aus Helsinki und dann können wir doch mit ihr nochmal drüber sprechen, wie sie das Spiel so gesehen hat und was sie so für Eindrücke aus dem Olympiastadion in Helsinki gesammelt hat. Wir schalten sie jetzt per Audio zu und ich frage jetzt einfach mal nach Helsinki. Nadine, hörst du mich? Ich höre dich wunderbar, Erik. Wunderbar. Ja, dann sag doch mal, wie ist denn dein erster Eindruck nach der Niederlage? Wie hast du das Spiel gesehen? Also ich muss sagen, ich bin nach dem 1:6 letzte Woche Freitag jetzt positiv überrascht, wie die Mannschaft von Oliver Glasner sich hier verkauft hat. Ich finde, die Eintracht hat sich sehr, sehr teuer verkauft, hat über ja eigentlich 90 Minuten sich als ebenbürtiger Gegner gezeigt, auch wenn es am Ende ein verdienter Sieg für Real Madrid war, keine Frage, da ist dann einfach die individuelle Klasse eine Nummer zu groß für die Eintracht heute gewesen. Aber auf 90 Minuten gesehen, ja, bin ich jetzt doch etwas optimistischer gestimmt, auch was die kommenden Wochen und Monate angeht. Und ich glaube, es war einfach auch wichtig für das Team, auf diese Niederlage vom Freitag jetzt eine Reaktion zu zeigen und sich selbst vielleicht auch zu beweisen, dass sie es besser können. Und ich finde, dass es ihnen heute trotz der Niederlage gegen Real Madrid sehr gut gelungen ist. Okay, ja, überrascht mich ein bisschen. Also ich muss dir sagen, ich weiß jetzt nicht, ob ich direkt eine Reaktion der Mannschaft heute gesehen habe. Ich fand schon, dass die Eintracht ziemlich passiv war, vielleicht auch ein bisschen ängstlich. Trainer Oliver Glasner hat ja dann in der Halbzeit, beziehungsweise in der zweiten Halbzeit, nochmal versucht, ein bisschen was zu ändern in der Offensive. Hattest du das Gefühl, dass Götze und Muani da das Eintrachtspiel nochmal ein bisschen belebt haben? Ja, das sehe ich ganz genauso. Also die beiden Einwechslungen zu Beginn der zweiten Halbzeit waren genau richtig. Da kam dann wirklich nochmal ein bisschen mehr Dampf rein und es war dann aus Frankfurter Sicht natürlich doch auch ein bisschen unglücklich. Gerade in dieses Momentum hinein trifft halt Real zum 2:0. Also das war gerade so die Phase Mitte der zweiten Halbzeit, wo die Eintracht sich wirklich ganz gut berappelt hatte. Und ja, dann ja, war das so ein typisches Momentum dann für Real und die machen das halt dann auch Weltklasse. Das muss man halt auch sagen. Die sind dann halt abgezockt ohne Ende und haben das dann am Ende sehr souverän runtergespielt. Wie war es denn ansonsten so im Stadion? Nimm uns doch mal so ein bisschen mit. Wie war so die Atmosphäre? Wie laut waren die Eintracht-Fans? Hat man auch die Madrid-Fans gehört? Erzähl uns doch mal so ein bisschen, wie du den Abend so erlebt hast. Also es war eine sehr, sehr schöne, sehr friedliche Stimmung im Stadion, sehr atmosphärisch.
Die Frankfurter Fans waren numerisch überlegen, ganz klar. Und das hat man natürlich auch in der Lautstärke gehört. Obwohl, und das muss man auch dazu sagen, die organisierte Fanszene zumindest nicht sichtbar und hörbar im Stadion war. Also die Ultras haben gefehlt. Das heißt, der organisierte Support war jetzt nicht ganz so ausgeprägt, wie wir es von den letzten Europa-League-Spielen zum Beispiel kennen. Aber die Fans, die da waren, die haben auch ordentlich Stimmung gemacht und hatten da auch wirklich viel Spaß, ihre Mannschaft zu unterstützen und anzufeuern. Und was ich jetzt auch ganz schön fand gegen Ende, wo es ja dann so ab der 80. 85. Minute spätestens sich abgezeichnet hat, dass die Eintracht hier nicht holen kann, haben die Frankfurter Fans da wirklich nochmal richtig Gas gegeben und ihre Mannschaft nochmal aufleben lassen. Ja, so wie man sie ja eben kennt, das haben sie ja gegen die Bayern am vergangenen Freitag auch so gemacht. Wenn du jetzt so ein kleines Resümee ziehst aus diesem knackigen Auftakt, wie wir ihn tituliert haben auch, also Magdeburg, Bayern und Real, wie weit siehst du die Eintracht schon? Also was denkst du insgesamt so über die Mannschaft? Und ich sage auch mal ganz ehrlich dazu, so ein bisschen dieses Europa-Fieber ist jetzt erstmal nach dem Auftritt auch heute verflogen, oder? Ja, das würde ich nicht komplett unterstreichen oder unterschreiben, denn zumindest bei den Fans, mit denen ich heute gesprochen habe, die freuen sich jetzt schon wie Bolle auf die Champions-League-Auslosung Ende August. Also da ist jetzt der nächste Countdown quasi gesetzt und die Vorfreude steigt ja jetzt sicherlich mit dem heutigen Tag schon. Aber so jetzt mit Blick auf die letzten 10 Tage, also beim Magdeburg-Spiel angefangen, war es schon eine ziemliche Achterbahnfahrt der Gefühle, glaube ich, für alle Beteiligten hier bei der Eintracht. In Magdeburg hat man sich ja sehr souverän präsentiert, hat sich da keine Blöße gegeben, souverän die erste Runde des DFB-Pokals überstanden. Dann am Freitag der große Dämpfer gegen die Bayern. Jetzt, wie gesagt, ich finde, heute hat man sich hier doch wieder ein Stück weit rehabilitieren können, ein bisschen mehr wieder zu sich selbst gefunden und kann jetzt, denke ich, schon mit Selbstvertrauen auch zu dem wichtigen Bundesligaspiel am Samstag zu Hertha fahren nach Berlin. Und dann wird sich letztendlich gerade in der Liga in den nächsten Wochen zeigen, wie weit diese Mannschaft ist. Ich glaube, dass jetzt hier das Spiel gegen Real Madrid nochmal so eine richtige Belastungsprobe war, nochmal der letzte Härtetest. Und ich bin mir schon auch sicher, dass die Mannschaft da auch jetzt ihre Schlüsse draus zieht und auch entsprechend doch auch Selbstvertrauen mitnimmt in die Liga. Ja, Schlüsse draus ziehen muss die Eintracht natürlich auch noch bei der Personalie Philipp Kostic. Der ist jetzt nicht mehr da. Christopher Lenz hat heute seine Position eingenommen. Wie hast du ihn gesehen und glaubst du, dass das auch so ein Modell für die Zukunft ist mit ihm? Also ich fand, er hat grundsolide gespielt. Er hat das wirklich gut gemacht dafür, dass er ja wahrscheinlich auch nicht so richtig damit gerechnet hat, dass er heute auf dieser großen europäischen Bühne da die Gelegenheit bekommt, sich zu präsentieren. Dafür hat er das wirklich gut gemacht. Es ist natürlich aber auch klar, dass ein Philipp Kostic, egal von wem, ob das jetzt Christopher Lenz oder sonst wer am Ende ist, der diese Lücke versucht zu füllen, einfach nicht von jetzt auf gleich ersetzt werden kann. Also Philipp Kostic reißt eine Lücke, definitiv. Christopher Lenz hat sie versucht zu füllen. Ein Vergleich wäre einfach nur unfair, weil das sind dann im Grunde doch auch zwei komplett unterschiedliche Spielertypen. Aber für den Moment, für heute, war das die beste Lösung, die die Eintracht hier zu bieten hatte. Und ich finde, das Konzept hat ganz gut gegriffen. Ja, insgesamt gehe ich da mit dir. Aber natürlich muss die Eintracht eben jetzt in naher Zukunft schon schauen, eventuell da noch eine Alternative für die Seite zu finden, das ist ja ganz klar. Wie war es denn eigentlich jetzt so nach dem Spiel noch im Stadion? Hast du in viele enttäuschte Eintracht-Gesichter geschaut oder war das so, haben viele das so auch so erwartet, wie es jetzt ausging? Nö, also enttäuscht war eigentlich keiner so richtig. Also man hat, wie gesagt, eigentlich eher dann gerade so in den letzten Spielminuten die Eintracht nochmal richtig gefeiert. Also aus der Frankfurter Kurve wurde nochmal richtig Alarm gemacht, nochmal richtig Stimmung gemacht und auch die Eintracht-Spieler haben es eigentlich mit Fassung getragen. Also natürlich hätten sie wahrscheinlich alle gerne den Supercup mit nach Frankfurt gebracht und das war ja schon auch im Vorfeld das erklärte Ziel. Aber ich bin mir sicher, dass die Mannschaft da auch mit einem gesunden Realismus in diese ganze Partie schon gegangen ist und es ja nicht ganz so fern lag, auch im Vorfeld, dass sie hier jetzt heute nicht als Sieger vom Platz gehen und entsprechend war auch die Enttäuschung nicht so groß und hat sich in Grenzen gehalten. Die Spieler haben sich mit den Spielern von Madrid direkt ausgetauscht, haben denen gratuliert. Also es war alles sehr sportlich, sehr fair und ja, also große Enttäuschung habe ich hier nicht vernommen. Schön, dann vielen lieben Dank, Nadine, für die ganzen Eindrücke aus Helsinki.
Ich wünsche dir dort noch erstmal einen schönen Abend. Genieß es auch noch ein bisschen, dort zu sein. Vielleicht kannst du ja noch mal mit dem einen oder anderen Eintracht-Fan dich austauschen, auch wie es jetzt weitergeht. Die Eintracht spielt ja am Samstag bei Hertha BSC Berlin um 15.30 Uhr. Da geht das Butter- und Brotgeschäft sozusagen wieder weiter, die Bundesliga. Und da werden wir dann mal schauen, wie sich die Eintracht dann dort präsentiert. Nadine, ich wünsche dir alles Gute und noch einen schönen Abend und wir sehen uns wieder. Danke dir auch. Gute Nacht nach Deutschland. So, jetzt haben wir also nochmal auch ausführlich mit unserer Reporterin vor Ort das Spiel analysiert. Wie gesagt, wir waren uns ja insgesamt einig, die Eintracht hat heute verdient verloren, muss sich aber jetzt nicht grämen und besonders enttäuscht sein gegen eine ja fast schon Weltauswahl von Real Madrid, mal mit 0:2 zu verlieren. Es war ja sozusagen ein Belohnungsspiel für diese tolle Europa-League-Saison, dass sich Eintracht Frankfurt verdient hat, und sie haben sich auch heute achtbar aus der Affäre gezogen. Es wäre sicherlich mehr gegangen, aber gut, so ist es eben manchmal im Fußball, und gegen so clevere Mannschaften wie Real Madrid ist es dann natürlich auch schwer, erfolgreich zu sein. An dem Team sind ja schon ganz andere Vereine gescheitert. So, dann würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende unserer VRM-Spielanalyse. Ich hoffe, alle unsere Zuschauer hatten erstmal ganz viel Spaß an den drei Teilen, die es insgesamt gibt. Also wir haben ja vor dem Spiel, in der Halbzeit und nach dem Spiel analysiert, über Highlights gesprochen, nach Helsinki geschaltet, mit beziehungsweise Fans gezeigt. Also wir haben ja echt versucht, so viel wie möglich aus Helsinki heute über unsere VRM-Portale zu transportieren. Und ja, lasst uns doch auch gerne mal auf unseren sozialen Netzwerken Kommentare da, wie ihr das grundsätzlich fandet, wie ihr die Leistung der Eintracht gesehen habt. Und ihr könnt natürlich alle News und unter anderem auch den Spielbericht und weitere Einordnungen zu der Partie Eintracht Frankfurt gegen Real Madrid natürlich auf all unseren Portalen konsumieren. Und mir bleibt dann eigentlich nur noch zu sagen, dass ich mich zum einen recht herzlich bedanken möchte, dass ihr uns zugeschaut habt, und ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, und sage Tschüss und auf Wiedersehen aus Mainz. Thank you.